Hallihallo, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Raumdesign. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich mit der neuen Let's Build-Reihe beginne, knüppel ich nochmal ganz fix hier einen kleinen Raum raus und wie es sich der ein oder andere gewünscht hatte, hier ein kleines Schlafzimmer. War spontan entstanden, weiß auch nicht, kam plötzlich so über mich. Der ein oder andere hat vielleicht schon auf Facebook gelesen, dass ich aktuell dabei bin, das neue Grundstück für die neue Let's Build-Reihe aufzubauen. Und ich habe mich dazu entschlossen, ein Spa, ein Wellness-Park, so ein kleines relativ, zu erstellen. Und habe da jetzt aktuell ja mehr oder weniger den Grundriss und so weiter gemacht. Und wird sehr groß. Hat aber bisher echt sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Und wird noch ein kleines bisschen dauern, bis es dann wirklich anfängt. Wie gesagt, das ist ein größeres Grundstück. Und ich will jetzt nicht nur den Grundriss gebaut haben. Und dann habe ich zwar schon eine Stunde Videomaterial, aber will einfach schon ein bisschen weiter vorangeschritten sein, bevor ich mit dem Ganzen beginne, weil ich wollte halt nicht 2-3 Folgen rausbringen, sondern ist wieder Pause, weil es gibt nicht mehr Material, beziehungsweise ich habe nicht weitergebaut. Ne, ich denke mal, ihr wisst da was ich meine. Ja, habe ich mich dran gesetzt, vorgestern oder vor 3 Tagen oder so. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich mal rangesetzt habe, weil ich hatte so zwar so die Vorstellung, so wie es aussehen könnte, aber man wollte es nicht, und dann hat meine Hardware wieder rumgespackt hier am Rechner und so weiter. Und wollte dann wirklich schon erst dann aufnehmen, wenn wirklich alles reibungslos läuft. Ja, ne, ich meine, der eine oder andere, der momentan so die letzten Livestreams von mir auf Twitch verfolgt hat, wird er mitbekommen haben oder weiß, dass ich da ja einige Schwierigkeiten hatte mit der CPU und andere Grafikkarte eingebaut, dann die alte wieder rein. Ja, was heißt alt? Alt ist auch relativ. Ja, immer so ein ganzes Hin und Her, und das ist auch mit zu Grund, weshalb momentan halt noch nicht so aktiv wieder Videos kommen, wie es eigentlich geplant war, nachdem ich die Webseite fertig erstellt. Wie auch immer. Ich hoffe auch, aber ihr freut euch ein bisschen auf die neue Let's Build-Reihe und möchte hier auch schon mal aufrufen. Ich habe zwar noch ein paar Fragen und Themenvorschläge, aber ihr dürft mir gerne hier unter diesem Video schon anfangen, neue Fragen an mich, an Sims-Fabrik und so weiter und so fort, oder ob irgendwelche Themenvorschläge, über die ich in den, mit der neuen Let's Build-Reihe in den ganzen weiteren Folgen philosophieren, quasseln, labern soll, die dürft ihr mir ganz gerne schon mal hier unten unter das Video in die Kommentare schreiben. Die kopiere ich mir wieder raus, speichere ich und komme auch dann auf jeden Fall dran. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Fragen offen von der letzten Let's Build-Reihe. Ich hatte sie nicht gelöscht, ich habe sie alle fein säuberlich in einem Dokument gespeichert und werde diese auch dann, wenn die neue Let's Build-Reihe beginnt, auch diese dann da abarbeiten und dann beantworten oder drüber quatschen oder wie auch immer. Wie gesagt, ihr braucht mir nicht unbedingt nur irgendwie groß Fragen zu posten. Es ist auch okay, wenn ihr mir Themenvorschläge anbietet, über die ich quatschen soll, beziehungsweise mit euch drüber quatschen soll und so weiter und so fort. Ja, soll ich irgendwas zu sagen? Nein, eigentlich nicht. Oder habe ich da noch was? Nö. Ach so, und dann noch was Kleines. Habt ihr Tutorial-Wünsche? Wenn ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich habe momentan Lust, um das ein oder andere kleine Tutorial, Video-Tutorial für euch fertig zu machen, muss momentan. Wüsste ich nicht großartig, was oder was ihr gerne gezeigt bekommen würdet. Weil ich meine, ich könnt sagen, wie man Boden legt. Ne, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte jetzt nicht so einen kleinsten Klinkerlitzchen da irgendwie aufzeigen, sondern halt schon Sachen, wo ihr sagt, Bassi, zeig doch mal, das verstehen wir nicht. Oder wie setzt du das und das um? Oder wie machst du das und das? Dass ich da vielleicht dann eventuell kleine Tutorials irgendwie dafür zusammenzimmer. Ne? Wie gesagt, neue Fragen, Themenvorschläge für die neue Let's Build-Reihe bitte in die Kommentare. Und halt, wie gesagt, falls vorhanden, Tutorial-Wünsche hier für die Sims 4 Baumodus und so weiter und so fort. Hausbau auch bitte in die Kommentare. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bleibt gerne dran. Video geht dann noch ein bisschen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich riesig freuen und unterstützt mich ganz viel. Wäre super toll. Und sage wie immer, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.